Weiter geht's. Sünder durchs Fallen. Dieser Nebel schon wieder. Von einer Leiter springen. Um von einer Leiter wegzuspringen, drücken Sie Leerzeichen. Hat funktioniert. Und zum Glück habe ich jetzt nicht die STRG-Taste gedrückt, denn sonst hätte ich mich fallen lassen. Genau, ich lasse mich jetzt fallen und nehme die langen Ladezeiten in Kauf. Ja, ein Abenteurer muss viel klettern. Nur mich nicht. Ich bin das erste Mal hier. Über was sich die beiden Ratten da wohl gerade unterhalten mögen. Sowas wie, hey du, hast du auch den Idioten da gesehen? Wer weiß. Okay, dem Wort Gottes, das Predigen aber aus. So kommt der Glaube aus der Predigt, dem Wort Gottes, das Predigen aber aus. Dem Wort Gottes, das Predigen aber aus. Richtig. Eine Plattform. Nein, drei Plattformen. Alle guten Dinge sind drei. Die drei Musketiere, die drei Fragezeichen. Aber bevor wir da hingehen, wollen wir doch nochmal diese geheime Rätselkiste hier. Geheimnis 6 von 10. Ich war ein Narr. Hätte ich vom Baum des Lebens nehmen und ewig mit dieser Schwach weiterleben können. Deutet darauf hin, dass wir den Baum des Lebens finden könnten, da wo wir hingehen. Ich bin gespannt. Okay. Dachte schon, wenn meine Fackel aus ist, hätte ich hier einen Nachteil, aber... Scheinbar nicht. Vier von sieben. Was ist los? Lässt du alles hochgehen oder so? Ich weiß nicht. Das dachte ich mir schon. Es hat mir die Tür verschlossen. Der Löwe und die Schlange. Schön dunkel da. Ups. Okay.
Okay, erst ein Rätsel, dann darf ich meine Fackel entzünden. Und zu brechen seine 7 Siegel, siehe des Löwen vom Geschlecht Juda hat überwunden anzutun das Buch. Nein. Siehe des Löwe vom Geschlecht Juda hat überwunden aufzutun das Buch und zu brechen seine 7 Siegel. So ist richtig. Nimm dich vor der Schlange in Acht. Okay, zeitlich ist das nicht zu schaffen. Nimm dich vor der Schlange in Acht wird wohl bedeuten, dass das da die Schlange ist. Und hier ist der Löwe. Jetzt können wir mit der Fackel auch sehen, dass da ein Löwe ist. Eine weitere Kriegssequenz. Geheimnis 7 von 10. Herr, schütze mich vor dem Bösen und vor mir selbst. Mehr gibt's hier nicht. Okay, also mal die Fackel versuchen. Welch Wunder! Der Löwe hat sich geöffnet. Und wieder geschlossen. Ups. Okay, Rückweg versperrt. Was Fledermäuse doch Böses anrichten. Weiter geht's. Nein, da wollte ich schon runter. So. Fackel anzünden. Es geht doch nichts über eine brennende Fackel. Besonders wenn man zu einem wütenden Mob gehört. Ups. Da ist doch ein Stein, oder? Ah. Hier gibt's nichts. Einziger Ausweg ist doch runterspringen. Okay. Fünf von sieben. Irgendwo scheint was zugegangen zu sein. Ich will da rauf. Komm schon. Nee.
einfach lasse ich mich da jetzt nicht abspeisen. Das sieht doch exakt so aus, als wäre irgendwas. Na gut. Dann eben nicht. Tönender Glaube. Lass mich raten, ein Musikrätsel. Und machen wir das Erstbeste, was uns einfällt. Und schon ist die Fackel wieder aus. Okay, und du hörst einen sauren Wohl, so ist jeglicher, den er aus dem Geist gestorben ist. Der Wind bläst, wo er will. Der Wind bläst, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl. So ist ein jeglicher, den aus dem Geist geboren ist. Das war die Lösung. Okay. Dann schieben wir die Dinge mal auf die Löcher im Boden. Das scheint wohl nicht richtig gewesen zu sein. Ah, sie macht Noten, er nicht. Also, diese Tröten da. Dann wird wohl das des Rätsels lösen sein, wenn ich den Gehörnten noch da drüben hinschiebe. Ah, das war's. Jo, dann mal ab durch die Spalte da. Aber wie kommen wir jetzt endlich ins Paradies? Wollte ich ja schon immer mal hin. Okay. Ah, verbrennen. Dachte schon, da muss man runterspringen. Selbstmord. Aber keine Tafel. Ups. Okay.